Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu Toy Tanks. Ja, nach langer Zeit habe ich den Demo Dienstag mal wieder zurückgeholt und habe mir direkt ein interessantes Spiel rausgesucht. Das ist ein Banzerspiel. Da gibt es so einen Kampagnenmodus, den könnte man im Koop spielen, aber keiner hat Lust, deswegen mache ich das alleine. Ja, das soll so ähnlich sein wie dieses Panzerspiel, was es damals bei Wii Play gab, falls es noch irgendwer kennt. Ein Spiel, was ich sehr geliebt habe. Ich habe das so lange gespielt, obwohl das so ein Billo-Spiel war. Es hat einfach mega Spaß gemacht damals und ich hoffe, dass ich denselben Spaß hier jetzt nochmal haben werde. Ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt ins Spiel rein. Das ist übrigens das erste Spiel, bei dem ich mich nicht beklagen kann, dass mir direkt die Ohren weggefetzt sind. Das Spiel war tatsächlich sogar zu leise. Ich musste es nochmal lauter stellen in OBS. Also, ja. Ich habe jetzt übrigens auch hier andere OBS-Einstellungen, was die Auflösung angeht. Also hoffe ich mal, dass ihr jetzt hier bessere Videos jetzt habt. Und ich würde mal sagen, wir starten dann jetzt direkt. Ich will nur mal eben kurz mit mir die Options noch angucken, ob da irgendwas über die Steuerung steht. Da stand nichts über die Steuerung. Ich habe gerade reingeguckt. Ich habe die Zeit gerade nicht im Blick, deswegen. So Leute, ich hatte in die Option reingeguckt. Da steht nichts über eine Steuerung, aber ich würde mal sagen, starten wir rein. Ich bin ein grüner Panzer. Kann ich meinen Namen umändern? Hallo? Ich würde meinen Namen gerne ändern, wenn ich darf. Es gibt verschiedene Panzer offenbar. Und jeder hat andere Werte. Na komm, ich bin normalerweise ja blau. Also spiele ich mal den blauen Panzer. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung ist. Oh, ich muss die Kampagne noch einstellen. Random Tanks? Special Abilities? Ja, machen wir mal. Difficult. Machen wir erstmal easy. Ich weiß nicht, was Nuzlocke-Mode ist, deswegen lassen wir das mal raus. Von Speed lasse ich mal die Finger weg, genauso wie von Hell. Und Random Tanks lassen wir auch erstmal. Also, ich finde es schön, dass du dir die Kampagne einstellen kannst. Und offenbar scheint es 10 Level zu geben. Nee, warte, es gibt 30 Level beim Kampagnenmodus. Und man kann verschiedene Sterne da kriegen. Wahrscheinlich schaltet man dann darüber auch noch neue Panzer frei. Starten wir einfach mal mit Level 1. Es ist halt tatsächlich wie dieses alte Panzerspiel. Hallo, ihr sollt euch wehren. Nein, ich habe einen Treffer kassiert. Ich komme und schieß dich weg. Ja, ich hab's erwischt. Ich habe Level 1 geschafft. Klappt doch prima. Okay, ich kann über Bande arbeiten. Ich komme auch langsam in die Steuerung rein. Ich kann mich bestimmt irgendwie selber abschießen. Getroffen, ja! Level 2 auch geschafft. Okay, da kommt jetzt auch endlich mal ein Panzer dazu, der sich bewegen kann. Ich komme. Nein! Du schießt mich nicht ab. Ja, erwischt. Nein, ich habe mich selbst erwischt. Nein. Ich habe immer noch drei. Okay. Ich komme hier echt gut durch. Vielleicht schaffe ich ja alle Level innerhalb des Videos. Guck, da habe ich mir noch ein tolles Spiel zur Rückkehr des Demo-Dienstag rausgesucht. Wie schön, dass der Schuss einfach ins Nix fliegt.
Aua, das Rote schadet mir. Tschüss. Noch einer weg. Also die Level hat man auch mal echt schnell geschafft. Wenn das jetzt wieder das alte von Replay ist, dann müssten das die sein, die schnell schießen. Diese hellblauen. Zumindest war das damals so. Oh, das ist einer, der schlau schießt. Ich glaube, ich habe es bei Replay immer so bis Level 20 ungefähr geschafft. Dann hat mich irgendwie mein Kollege immer ins Verderben geritten. Oh Gott, jetzt sind es vier, die sich bewegen. Ha, ich war besser. Oh, ich kann mich einmal ganz schnell bewegen. Das ist also Special Ability. Ich treff nicht. Komm über Bande. Einer weg. Ja, 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 ja. Erwischt. Bisher nur drei Sterne. Ich habe mir tolle Spiel rausgesucht. Okay, ein weißer und ein gelber. Gelblicht Minen, glaube ich. Habe ich eigentlich auch noch andere Tasten zur Verfügung? Als nur Schießen und das hier? Komm. Tschüss. Ich starte jetzt einfach dasselbe Level nochmal und wir gucken, ob ich auf einer anderen Taste noch was anderes habe. Auf einer Taste war gerade Neustart. Auf C kann ich neu starten. Ah, und mit Leertaste kann ich springen. Komm. Ah, ja. Ich mache einen Sprungangriff auf dich. Oh, ich kann während des Springens nicht schießen. Doch, ich kann. Das ist ja geil. Kann man ja richtige Trickshots machen. Es gibt auch einen Versus-Modus. Aber den gibt es nur in der Vollversion. Okay, vom Prinzip her sollte ich hier doch eigentlich einfach rüberspringen können. Ich mache einen Sprungangriff auf dich. Ich muss mich beeilen, bevor die Gelben hier alles zuminen. Au, ich habe einen Treffer kassiert. Ich habe getroffen. Ich lebe noch. Schieß doch. Drei Sterne. Okay, Leben ist nicht wichtig. Nur die Zeit. Auf den hatte ich gar nicht gezählt, aber ich habe ihn getroffen. Ich habe einen Backflip gemacht. Komm, den erwisch ich. Hab dich. Erwischt. Jetzt ist nur noch einer da. Dich krieg ich. Erwischt. Ja, ein richtig gutes Spiel. Wie immer beim Demo-Dienstag ist der Link zu den Spielen in der Beschreibung. Also falls ihr die selber spielen wollt, einfach auf den Link klicken. Ich kann Level 10 irgendwie nicht starten. Ich würde gerne mal einen anderen Panzer ausprobieren. Was kann denn der Rote? Vielleicht haben die auf der rechten Taste die Special Abilities. So, Special Ability an. Und wir lassen es mal auf dem Easy-Mode. Obwohl, ich glaube, ich mache es mal auf den Hard-Mode. Wird jetzt mal ein bisschen schwerer. Oh, Hard-Mode und Easy-Mode sind zwei verschiedene Modes. Oder richtet sich das nach dem Panzer? Nee, das sind zwei verschiedene Modis. Also es gibt 60 Level so gesehen. Ich kann Level 10 nicht starten. Ich will auch Minen legen können. Oh, der kann springen, der Orangene. Hab dich. Ich weiß nicht, wie der da hinten gestorben ist, ne? Ha, über Bande. Perfekt. Dich krieg ich. Oh, der Große, der hat Raketen.
Ah, ich schieß außerhalb des Bildes. Oh, die Raketen kann ich nicht abschießen. Und da hinten sind Mörser. Ich habe ihn umgedreht. Aua! Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich hab mich. Also, ich finde das schwierig gut, was ich hier gerade habe. Ich glaube, ich würde erstmal diese Mörser irgendwie versuchen kaputt zu machen. Weil die scheinen die zu spawnen. Ja, die spawnen die. Aua. Weißt du, was will ich mit dem Hardmode? Ab hier ist es ja schon schwer genug. Ich reite dich. Auch gut. Okay, ich will wirklich erstmal versuchen, irgendwie... Kann ich da oben drauf bleiben? Nein. Ich mach sie weg. Der Typ muss hundertprozentig weg. Aua. Oh, ich habe einen Mörser vernichtet. Nein, die kommen von oben. Alarm! Alarm! Die Armee ist hier. Ich habe mich selbst ausgeschaltet. Ich habe mich. Ja. Erwischt. Ich versuche, den Dicken über Bande zu kriegen. Komm, treffe ich ihn? Treffe ich den da unten? Nein. Der Dicke, der kann auch springen. Komm, jetzt triff den da hinten noch mal. Attacke! Hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn unschädlich gemacht! Nein, er hat mich unschädlich gemacht! Aua! Ja, das ist Toy Tanks, ne? Im Multiplayer bestimmt mega lustig. Ich hoffe, ich treffe das untere Ding mal irgendwann. Oh nein, ich muss da raus. Ich muss da raus. Komm. Tschüss. Ich hab's getroffen. Ich ziehe schon auf den da. Sag mal, was hast du denn für godlike Moves? Aber nicht gegen meinen Backflip, ne? Dagegen hast du nix. Tschüss. Ich hab's geschafft. Ich hab das Spiel durchgespielt. Das waren sogar noch 3 Sterne. Ich weiß nicht, wie viele Versuche das gedauert hat. Oh, die sind richtig schnell. Was bringt's mir eigentlich, wenn ich in jemanden so reinjiete? Oh, ich kann die wegjieten. Die fliegen dann einfach nur weg. Ich kann die damit auch umbringen. Und mich natürlich in Sicherheit bringen. Hui! Tschüss. Ich bin drüber gejumpt. Ja, erwischt. Nur 2 Sterne. Komm, ich mache jetzt noch ein Level so und danach versuche ich einmal Hard Mode. Aber das wäre wieder so ein Spiel, das ist eigentlich ein billiges Spiel, aber das könnte ich trotzdem den ganzen Tag spielen.
Es ist teilweise leichter, sie einfach umzurennen, als sie abzuschießen. Pam. Das wird wirklich leichter. Warte mal. Ich gehe jetzt einmal auf Options und dann mache ich einmal auf Hard. So. Und dann springen wir jetzt sogar hier zwei weiter und machen mal 3,5. Darf ich nicht. 3,4. Oh Gott, was ist das hier? Der, das Bond Turret, den will ich weghaben. Ich habe wenig Leben. Ich fliege. Kann ich die Dinger auch kaputt machen? Nee. Ich habe mich selbst abgeschossen in einen sehr coolen Winkel. Hui. Okay, der Hard Mode. Man merkt einen deutlichen Unterschied. Einfach umtreten. Einfach wegtreten. Hilf, ich bin auch selbst im App. Ja, da habe ich wieder ein gutes Spiel rausgesucht. Es ist bei weitem besser, als ich es gedacht habe, ganz ehrlich. Ey, diese Turrets, die muss man einfach wegholen. Ach du Kacke, folgen mir da viele. Hui! Okay. Wir gehen nochmal auf Level Select und gucken uns nochmal ein anderes an. Wie ist der Unterschied eigentlich? Jetzt hier... Ach, man hat einfach viel weniger Zeit. Das ist der Unterschied. Ja, dann lohnt sich doch hier mehr, das auf easy zu machen. Gucken wir uns mal das letzte Level noch an. Was geht? Das wäre 3,8. Ich muss nur noch mal eben kurz Options machen. So, ich habe jetzt bei mir wieder richtig eingestellt. Der hat zielsuchende Raketen. Da oben sind automatische Geschütze. Alter, dieses Spiel hat ja richtig coole Ideen drin. Hui! Hui, ich bin außerhalb der Map. Ey, ich stelle mir das im Multiplayer so lustig vor. Ey, ich verfolge das Spiel. Je nachdem, wie der Multiplayer aussieht, beziehungsweise die Vollversion aussieht, spiele ich dann noch. Hilfe! Oh, der Rote, der macht ein Streufeuer. Aber dafür keinen, das besonders weit geht. Auf den habe ich nicht gezielt, aber ich nehm's. Na endlich, ich habe den Roten ausgeschaltet. Ich will gucken, ob ich dieses Level schaffe. Ja, so wahrscheinlich nicht mehr. Tschüss! Okay, ich will auf jeden Fall erstmal die Zielsuchenden da ausschalten. Tschüss! Ich habe ihn einfach aus der Map gekickt. Ach, jetzt verstehe ich. Der da hinten, der spawnt die ganze Zeit. Den dunklen da, den will ich ausschalten. Ich finde diese Rauswerfmechanik auch so cool, ne? Ich komm, ich will dieses Level schaffen. Aber ich muss erstmal die Zielsuchenden da ausschalten. Genau aus dem Grund. Warte mal, ich wäre da nie mehr aus der Ecke rausgekommen. Hau ab. Ich will doch nur das Turret ausschalten. Ich versuch's über Bande. Wenn ich es irgendwie schaffe. Nee, so klappt das nicht. Komm, ein bisschen Geometrie, dann klappt das.
Denen darf ich nicht zu nahe kommen, die zerstören mich einfach. Alter, ist das schwer. Aua. 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 Tschüss. Tschüss. Aua. Okay, das Level schaffe ich nicht. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht. Ja, Leute, wenn euch dieses Spiel gefallen hat, der Link ist in der Beschreibung, könnt dann selber einmal spielen. Mir persönlich hat es Spaß gemacht. Ich würde sogar die Vollversion spielen, wenn das Spiel ungefähr denselben Spielstil behält. Nur dann würde ich das halt gerne mit anderen spielen. Momentan ist das nur Couch-Koop. Also an einem PC. Aber ja, war trotzdem sehr lustig. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!